Yes. Wie gesagt, könnte schwierig werden. Im letzten Part haben wir angefangen mit, ja, der Spitze des Starleap Towers und haben Welt 11 eigentlich schon so gut wie abgeschlossen. Das ist das Schlimmste, kommt zum Schluss. Playful Red Coins. Verspielte rote Münzen nenne ich es jetzt einfach mal. 100 Münzen und 8 rote Münzen. Jetzt in diesem Part widmen wir uns dieser gottverdammten Mission. Alle einzusammeln. Oh. Das könnte in der Tat äußerst lustig werden. Weil, naja, sagen wir, man in der Welt... Danke, dass du Suizid begehst, Gumbas. Jetzt, wo ich die Münzen brauche. Schönen Dank auch. Nehme ich überhaupt nicht persönlich oder so. Okay, ich brauche ehrlich gestanden eine Strategie. Das einzige Problem ist bloß, dass ich keine habe. Oh, danke, Mario, dass du dich da festhältst. Ich hätte ehrlich gestanden nicht damit gerechnet. Ich hätte eher gedacht, dass du wieder meinst, nö, ich hab keinen Bock. Mach alleine. Ciao. Ich gehe nach Hause. So, Shakya. Gibt mir auch schön viel. Naja, was heißt viel? 5 Stück. Mehr aber auch nicht. Rote Münze war da nicht, oder? Ne. Gut, dann sollte ich jetzt mal langsam mich daran machen, wieder hier irgendwie runterzukommen. Das Problem ist bloß, ich habe keine Ahnung wie. Was machst du? Alter, mir geht die Pumpe. Lass das. Du bist doch ein Spast. Ich sag das gleich. Okay. Bis zum Chakya sollte man nicht hochgehen. Ich hätte eigentlich auch wieder den Chakya, einfach den Weg, den ich gekommen bin, wieder runtergehen können. Aber nein. Ich wollte ja die Münzen haben, ne? Ist klar. Man sieht ja, was man davon hat. So. Auch schön, dass Forms höher springen, um sozusagen einen zu verarschen. Weil sonst ist es ja immer so, dass man vorplant wegen dem Glitch. Das geht jetzt halt nicht mehr ganz so einfach. Aber an sich funktioniert das schon immer noch. Boah. So. Wie, du fällst jetzt runter, du Spast. Du hast nämlich zuletzt Suizid begangen. Das habe ich mir ganz eindeutig gemerkt. Vor allem eindeutig gemerkt, ne? Nicht irgendwie zweideutig, eindeutig. So, wie jetzt hier runterkommen, das ist die Frage. Ich würde sagen, so. Yes. Wie gesagt, könnte schwierig werden. Könnte. Ist auch so. What the fuck was this for, Chump? Artstyle oder was? Oh, shit. Stirb. Nein, du Idiot. 5 Münzen komplett unnötig vergeigt, Mario. Herzlichen Glückwunsch. Dafür hast du echt einen Verdienstorden verdient. So. Euch kill ich ab sofort nur noch ganz legal und normal, so wie sie es gehört. Auf euch draufhüpfen und plattwälzen. Oder auch gerne mal mit einer Stampfattacke. So. Im Flugzeug war noch eine Red Coin, das habe ich von oben gesehen. Ne? Ja. Vielleicht hier beim Kuchen irgendwie? Ein bisschen fies, aber zutrauen tue ich dem doch alles. Gerne ich den jetzt verspachteln würde, aber okay, mit einer 64-Bit-Grafik, ich weiß ja nicht. Da warte ich doch lieber bis zur Wii U und verspachtel ihn dann nochmal, dann ist er weniger verpixelt. Aber dafür, dass er 64-Bit ist, sieht er verdammt geil aus. Da-da-da-da. Hier ist doch irgendwo genau. Ich weiß doch, dass ihr hier auch seid. Verdammten Assis.
So. Stirb. War hier nicht jetzt irgendwo eine Red Coin? Nee. Ah, ich weiß ja wo. Ja, stimmt. Hier oben. Da, 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 da. So. Boah, ich finde die so mies, hä? Oh, okay. Das war jetzt Nummer 3, ja. Nice, alle bekommen. So. Komm schon, we can do it. Die Hälfte haben wir ja schon. Ich meine, gut, du musst nicht alle 8 roten sammeln, Mario, hörst du? Aber die 100, die 100 nimmst du mir bitte vom Buckel. Die rote Münze, da lasse ich aus, die hole ich mir erst später. Ja. Oder? Am Ende spawnt dann da der rote Münzstern, während ich die einsammle. Das wäre auch ein bisschen blöd, ne? ...25 noch. Oh! Shit! Mario, was machst du? Jag mir nie wieder so einen Herzinfarkt an, hörst du? Ist da oben noch eine? Nee, oder? Also ich meine jetzt allgemein. Welche? Nee. Da gibt's nur die Cannon! Ja, aber schaut euch mal an, wie viele Gumbas es hier gibt. Das Hammer! Wenn ich jetzt nicht irgendeinen Scheiß noch baue. Also wie ich mich kenne, werde ich noch irgendeinen Scheiß bauen. Waren da jetzt 10 oder 3? 3, ist wurscht. Das sind noch jede Menge Gumbas, wir haben's. Locker! Locker! Und hier, glaube ich, waren ja sogar 10, ne? Ja! Wir haben's! Episch! Ein weiteres Mal die 100 Münzen geschafft. Meine Musik! Geht's dir nicht ganz gut? Gib mir meine Musik wieder. Alter. Oh. Okay, du verpiss dich mal. Da ist noch eine. Dann holen wir uns die doch mal. Hä? Feuer kann mich nicht instant töten? Feuer kann mich nicht instant töten? Wie geil ist das denn? Das ist... LOL! Feuer ist nicht mit drin in dem Schaden. Oder wie... Habe ich jetzt versehentlich den Hard Mode ausgeschaltet? Nee, ne? Der ist noch an. Habe ich denn echt jetzt... Wartet, ich will es jetzt wirklich nur überprüft haben. Hört ihr? Nur überprüft haben. Selbst wenn ich sterben sollte jetzt noch. Ja, natürlich, der ist noch an. Gut. So. Ja, dann ist Feuer wirklich nicht mit inbegriffen in dem Schaden. LOL. So. Ach, ich liebe diese Stelle. Diese rote Münze ist extremst scheiße. Stirb. Und jetzt noch den anderen. Komm schon. Nice. Domino. Domino. Aber an sich macht es mir ja, glaube ich, keinen Schaden. Ich sehe schon, wie mein Part veröffentlicht wurde unter Little Kid Crying. Das könnte aber echt ins Netz stellen. Achso, mache ich schon. Ja, okay. Dann macht euch nicht weiter Arbeit. Ich sehe nichts. Geil. Ich bin erfolgreich gelandet.
ist hier gerade so ein derbes Desaster, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Das wird alles rausgekattet. Ich schneide euch nur noch die Fels rein, hört ihr? Ich weiß gar nicht, ob ihr das ja dann jetzt gesehen habt, wo ich, du dreckiger Camper! Was? Sie können mich erschlagen? Ich bin einfach zu schlecht für diese Mission. Ich werde es nie schaffen, alle in einem Lauf zu kriegen. Ich schaff's es immer. Ich kann jede Red Coin. Bloß niemals alle auf einmal, habe ich so das Gefühl. Niemals alle auf einmal. Das ist so, keine Ahnung, da ist so ein Block drin oder so. Was weiß ich. Das darf einfach nicht geschehen. Was mich noch mehr ärgert, ist, dass ich bald noch länger hier dran hocke, als wir ein Bad Musical Mess mit der scheiß Mission. Das darf auch hier einfach nicht wahr sein. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Geh da hoch, Depp. Blöder Depp, hörst du? Depp. D-E-P-P. Depp. Nicht Dieb, Depp. Nicht Johnny Depp, einfach nur Depp. Diese Stelle hasse ich echt. Wegen dieser Scheißkamera einfach nur. Dieses Feuer wurde von dem Teufel ausgeschieden. Aus der Hölle verbannt. Und dieser Fly Guy, den bin ich kurz davor, eine Mistgabel sein. Ich sag nichts. Geht doch. Nein. Du kommst jetzt gefälligst, hörst du mich? Wirst du wohl? Wirst du wohl? Dann halt nicht. Ist mir auch recht. Ganz ehrlich. Ist mir auch recht. So, tschüss. Hallo, Kettenhund. Ich sehe nichts, aber ich hab's irgendwie geschafft. So. Jetzt haben wir die rote Münze mal, hörst du? Und wir überlegen das. Gut gemacht, Mario. Schön machst du das. Und wieder zurück. Wenn's geht, lebend. Fucking shit. Ich hab's. Endlich. Meine Scheiße. Jetzt verreckt nicht auf dem Weg zum Stern, hörst du? Sonst tick ich echt aus. Dann benutzt halt die Scheißgabe. Soll mir jetzt auch recht sein. Ganz ehrlich, sammle nur noch den Scheißstern ein. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Noch eine Sekunde länger in diesem Scheißkurs und ich wäre ausgetickt.
Oh, Toddy. Hi, Toddy. Hast du diesen riesigen, zerstörten Stern am Himmel gesehen? Er sah, als ich ihn vor ein paar Jahren gesehen habe, noch nicht so aus. Ich hörte, dass es irgendwie da. Also ich hörte das Gerücht, dass irgendwie die Sternengeister dort oben vor kurzem einen heftigen Krieg mit irgendwas so Mächtigen hatten, dass der ganze Platz zerstört wurde. Es klingt so cool, ich wünschte, ich hätte es sehen können. Aber wäre ich nah genug dran gewesen, um es sehen zu können, wäre ich wahrscheinlich erledigt gewesen. Wahre Worte, Todd, wahre Worte. Kurs 12. Cloud Rail Station. Also Himmelsschienenstation. Oder halt Himmelszugstation. Ist auch egal. Himmelsbahnhof. Schwingen durch die, ja, durch die Lüfte, durch die Wolken, genau, Wolken, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, die Bienen kehren zurück, leider, leider, leider. Hi, Bobomb, wie geht's dir so, Buddy? Hey, Mario, gut, dich zu sehen, also, schon wieder, ja, Ich kam hierher, um den Zug nach Cooper City zu erwischen. Aber die ganze Station ist in einem kompletten Chaos versunken. Es sieht fast so aus, als würde ich irgendwo, als müsste ich woanders hingehen, aber hey, wenn du schon mal hier bist, hier ist ein kleiner Hinweis. Ich hörte, dass der Flugkappenschalter hier in der Nähe versteckt ist. Ich habe die Vermutung, dass irgendwas dass die komischen fliegenden Twomps was damit zu tun haben. Naja, see you later. Ja. Ich würde sagen, wir machen auch zuerst den Wingcap-Switch. Das wäre zumindest eine ganz gute Idee. Noch für den Rest dieses Parts. Mario schlägt allerdings einen weiteren Tod vor. Langsam kotzt mich an, ganz ehrlich. Nein, du tötest mich jetzt ganz bestimmt nicht, Chompy Boy. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, das hier ist ein bisschen verglitscht. Schön, was machst du, Mario? Ach, Mario. Ach, Mario. Ach, Mario. Komm her, Twomp. Mit dem muss man nämlich hier hoch. Und jetzt kommt das Witzige. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich hasse das, ich hasse das, ich... Nach diesem Part brauche ich schon wieder eine Auszeit von dem Spiel. Eieiei. Ist ja richtig schlimm hier. Ja, aber klar, das Ende kriegt man ja nicht geschenkt, ne? So ist ja nicht. Schön gemacht, Mario. Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat, dass die Twomps sowas machen. Aber ich find's cool. Ja, mach irgendwas, Twomp. Ey. Wenn du jetzt. Ach, was ist das? Wingcap! So, als erstes müssen wir hier nach oben, um den Wingcap-Schalter zu aktivieren. Wow. Aber das kann auch schon ziemlich lustig werden.
Na, wer kann sich denken, was da ist? Niemand? Na, was natürlich? Wind! Und Wind ist ja lustig. Ohne Wind, da werde Spaß vorbei. Doch mit Flygeist gleich noch weniger. So, noch mehr Wind? Ich hoffe nicht. Red Coin. Du verarsch mich. Jetzt muss ich hier nochmal lang. Ey. Ich finde diese Stelle ein bisschen blöd, aber okay. Gut, haben wir nochmal geschafft. Noch mehr Wind. Das war so klar. So, jetzt finden wir schnell diesen verdammten Schalter und aktivieren ihn. Genau dich. Dich suche ich. Das ist der letzte, den ich noch vermisse. Du hast den Wing-Cup-Schalter gedrückt. Flugelkappen. Bla bla bla. Mit der Wing-Cap, also der Flugkappe, können wir halt fliegen. Die berühmteste Cappy aus Mario 64, denke ich mal. Also kann sich jeder, kann ich mir wohl hoffentlich die Erklärung sparen, ne? Okay. Und hier haben wir es ja auch schon. Und die Musik ist so cool aus Mario Party 1, yeah. La, shala, la, 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 la. Ich weiß gar nicht, wo wir rauskommen, wenn wir sterben. Ich will es alle ehrlich gesagt nicht herausfinden. Die Windräder finde ich aber hier cool. Geben dem ganzen Kurs wirklich ein episches Ambiente. Auch wenn ich irgendwie finde, dass dann das Luftschiff hier nicht so wirklich ganz reinpasst. Auch der Hügel da hinten. Richtig geil. Ich meine, dass hier alles so hügelig ist. Ach du Scheiße, da spawnt der Stern. Schönen Dank, dass man mir das sagt. Wollte ich hier hin? Irgendwas sagt mir, dass ich eigentlich nicht hin wollte. So. Wenn ich schon mal hier bin, zeige ich euch ein Secret. Denn wenn ihr euch an Part 1 erinnert, habe ich da ja einen Toad gezeigt, einen Secret Toad. Allerdings soll man den eigentlich anders erreichen. Und es gibt auf dem Dach des Schlosses eine Wing Cap. Die haben wir jetzt auch aktiviert. Doch wie da hinkommen? Nun, das Geheimnis liegt hier in diesem Kurs. Ich setze hier jetzt ein Safe State und da unten seht ihr es bereits. Wir müssen da rein nach Mario. Verzeiht mir, ich will einmal diesen scheiß Safe State benutzen. Bitte Mario. Komm schon. Dankeschön. So. Und wenn man jetzt hier drin ist, kann man hier rein. Und dann kommt man hier auf den Schlossdach raus. Schlossdach. You found the secret entrance to the lookout. Ja, den geheimen Eingang zum Aussichtsturm. Und von hier aus können wir, ja, hier überall hinfliegen. Und so weiß man jetzt auch, wie Skelux es geschafft hat, in seinem Trailer hier so herumzufliegen mit einer Fliegerkappe. Von hier stammt die. Und dann kann man hier auf dem Dach landen und kann sich seinen Stern bei Toddy abholen, wenn man will. So ist das eigentlich gedacht. So, aber zurück zum Warngeschehen. Holen wir uns die restlichen Red Coins und Gutes. Sorry, aber ich finde die Musik einfach so cool. Ich muss damit singen. Ich muss einfach. Hört ihr? Ich muss. Ich kann nicht anders. Tut mir leid. So. Ja, wo sind hier noch Red Coins? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich schau mal. Hier vielleicht? Hat ja aber gut hingepasst hier, so. Na egal. Auch cool, dass hier im Boden alles kaputt ist, weil der Anker da reingesackt ist. Ah, da. Das sieht gut aus, aber nee. Nicht so ganz. Nee, da ist nix. Gut. Wow, shit. Goomba. Goomba! Rettet es, wer kann.
Was? Da unten? Ernsthaft? Scheinbar ja. What the hell? Ich habe ein verstecktes One-Up gefunden. Lol. Frage. Wo ist die letzte Red Coin? Oder wollt ihr mir das nicht sagen? Anscheinend nein. Leute? Leute? Wir wollen sie nicht. Die Red Coin behalten sie. Ernsthaft? Dieser Part hat Überlänge, ja, ich weiß es doch genau. Schalala. So, hier geht's zu Red Coin 7, ne? Oder ist es die 8 und ich hab's nicht mitgekriegt? Nein, ist die 7. Wo zum Teufel ist die 8? In der Luft. Müsste mich aber jetzt wirklich sehr stark wundern, wenn so viel in der Luft versteckt wäre. Da ist sie. So, jetzt dürfen wir bloß in den verdammten Heißluftballon irgendwie reinkommen und das könnte witzig werden. Das könnte in der Tat witzig werden. Aber dann haben wir schon mal alle Schalterpalaste geschafft. Und können unser Leben chillen. Dann fehlen uns nur noch wenige Secret Stars. Ich weiß gar nicht, welche uns dann überhaupt noch fehlen. Schau ich mal, wenn wir das hier geschafft haben. So. Da brauchen wir natürlich die Wingcap zu. So ist ja nicht. Und dann geht's jetzt rund. Schalala. Ich schieße mich jetzt einfach mal so in die Luft, weil dann mache ich sozusagen so eine Art Parabelflug und kann versuchen, hier drin zu landen. Geil! Geilomat! Perfekt, so wie ich es haben wollte. Yes, dann hätten wir das. Und im nächsten Part legen wir dann erst richtig mit Kurs 12 los. Secret Stars 12. Lass mich mal überlegen. Wo ist denn der 15? Na egal. Obwohl, nein, stimmt. Ja, jetzt setzen wir wieder ein. Klar. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play Super Mario Star Road. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ziemlich viel Chaotisches passiert ist. Ne? Dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Komm her, One-Up. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal und ciao.